Knarre, wie in diesem Turm. Diesem Turm, der wahnsinnig macht, der mich wahnsinnig gemacht hat. Und wir sind dabei, einen Boss zu erledigen. Und das werden wir auch tun, aber vorher muss ich mich erstmal bedanken. Bei allen, die hier immer fleißig Kommentare schreiben, die mir helfen. Ich hätte einige Dinge nie im Leben gefunden. Niemals. Never ever hätte ich die gefunden. Deswegen vielen Dank an die guten... Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Sandra war dabei. Vielen Dank. Vielen Dank. Seiya war dabei. Wie immer, mein Guter. Und Souls Like Gamer war auch dabei. Vielen Dank für die ganzen Tipps. Und ich habe eine wahnsinnige Lore. Unter vielen dieser Bloodborne-Videos habe ich Lore-Informationen bekommen von unglaublicher Weite, die ich niemals gecheckt hätte. Der gute Lolly King. Ihr seid die Besten. Vielen Dank. Vielen Dank, das war so aufwendig alles. Ihr habt so viele Kommentare geschrieben. Ohne euch wäre ich niemals hier angekommen. Nie im Leben. Deswegen, muchas gracias, my amigos. So, wir gehen jetzt zum Boss. Wir gehen zu unserer Freundin. Was? Wo ist unsere Freundin? Was zum Henker? Was geht... Reden. Oh, hallo. Ein letztes Mal. Werdet ihr mir Hirnflüssigkeit besorgen? Nur noch einmal. Ich hab nichts mehr. Trübe, zähe Flüssigkeit, die mich heilen wird. Du. Das klebrige Geräusch flüstert mir zu. Ganz nah an meinem Ohr. Mein Kopf. Nur ein Kopf. Das ist alles. Ich brauche meine Taufe. Meine Bitte. Liebe. Ich flehe euch an. Ich hab dich schon... Ich will etwas sein. Ich hab hier schon so viel Hirnflüssigkeit gegeben. Zweimal schon, ne? Zweimal habe ich ihr das schon gegeben. Okay, kann ich ihr denn... Bitte, gib das klebrige... Vielleicht versinke ich bereits. Das glaube ich auch. Ich versinke. Ja, es tut mir leid. Ich glaube aber, das wird nichts. Dir nochmal Hirnflüssigkeit geben wird nichts. Du bist einer von diesen Säcken geworden. Die sterben, aber wieder auferstehen, oder? Bitte. Was? Okay, die sagt nichts Neues. Weißt du was, ich erlöse sie. Aber ich glaube, sie wird wieder... auferstehen, oder? Selbst wenn ich sie umbringe, die kommt wieder, oder? Oh. Hirnflüssigkeit. Dein Ernst? Aber ich kann dir doch jetzt nicht... Das klebrige... Ich habe sie gerade gekillt, ihr die Hirnflüssigkeit rausgezogen... Und jetzt gebe ich ihr nochmal genau dies. Es tut mir leid, dass sie so hart leiden muss, aber ich muss das versuchen. Das hört sich nicht gesund an. Ich sehe eine Gestalt, mein Wegweiser. Ich sehe eure Stimme. Ganz klar, wie sie sich krümmt und blutet. Das ist Seidenpflanze. Mein Selbst. Die Offenbarung. Nur für mich. Danke. Für alles. Wirklich. Ich war nicht. Oh Mann. Es tut mir... Oh Gott, sie ist tot. Das tut mir hart leid, wirklich. Das tut mir hart, hart leid. Aber ganz ehrlich, das war doch kein Leben mehr. Oh Mann. Das tut mir echt leid. Oh. Aber was haben wir da bekommen? War das hier so ein... Sowas hier? Seidenpflanze.
Eine Karillrune, die von Adeline, einer Patientin der Forschungshalle, erdacht wurde. Eine Niederschrift des unmenschlichen, zähen Geflüsters, das die Wesensart eines himmlischen Dieners enthüllt. Diejenigen, die diesen Eid schwören, werden zu einem Lichtholz, das gen Himmel schaut und in seinem üppigen Beet Trugbilder erschafft. Trugbilder leiten uns und führen uns zu neuen Entdeckungen. Was tut es? Erhöhung Gegenstandentdeckung. Ja, Gegenstände finde ich sehr gerne. Also das nächste Mal, wenn wir in unserer Dingen sind, in unserer Zentrale, werde ich das anlegen. Alter, es tut mir leid. Aber was für eine kranke Quest. Oder? Wir gehen jetzt zu den Bossen. Oder zu dem Boss. Ich weiß es nicht, ob das einer ist oder zwei. Aber wir müssen versuchen, diesen Boss zu erledigen. So, ich werde wahrscheinlich wieder sterben, weil ich wieder nicht weiß, wie man gegen den ankommt. Ich gehe direkt hoch, ne? Scheiß auf die anderen. Gar kein Interest. So, wenn ich mich recht erinnere... Oh, ja, ich sehe schon. So, jetzt ist die Frage... Ich habe versagt. Ja. Bitte. Ja. Kann ich nochmal mit ihr jetzt reden? Soll ich die umbringen? Boah, ich weiß nicht. Ich lasse es mal. Okay. So, warte. Kann man die eigentlich stunnen? Also mit unserer Pistol? Ich probiere es mal. Oh, ja, das geht. Okay, der da hinten sollte vielleicht diesen Baum nutzen. Komm her. Na los, tu es. Das war voll für den Arsch. Komm schon. Weg hier. Alter, ich weiß überhaupt nicht, wohin. Mein Feuerpapier ist schon wieder aus. Ganz ruhig jetzt. Fuck. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Aber ich habe. Ich habe keinen Überblick hier gerade. Nein! Der muss aber rennen, ne? Eine Puppe.
keine Munition. Es ist so wild hier gerade. Astraler Uhrturmschlüssel. Lebendige Misserfolge. Oh Gott. Oh mein Gott. Yes. Yes, yes, yes. Oh mein Gott, hab ich eine Lampe bekommen wenigstens? Junge, diese Blume hier. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, wir haben es geschafft. Das wurde so wild, dieser Fight. Aber man konnte die stunnen, das war ganz gut. Also, abwehren konnte man die. So, das ist wahrscheinlich der Uhrenturm hier, ne? Ich muss erstmal hier. Ich habe... nein, noch nicht. Ich will erstmal lesen. Wir haben jetzt einen Schlüssel bekommen. Und zwar den... Bin ich schon dran vorbei? Ja, hallo? Obere Kathedrale, Untergrund, Balkon. Astraler Uhrturmschlüssel. Schlüssel zum astralen Uhrturm auf der großen Kathedrale. Die Pflegerin der unzähligen Patienten des Turms war nur... Was? Moment. War nur als Fürstin Maria bekannt. Ihr Zuhause lag hinter der riesigen Uhr, die Sterne interpretieren kann. Alles klar. Ist das... Das ist der Uhrturm. Das ist der Uhrturm hier, ne? Direkt ging die Glocke an. Ich will aber erstmal zurück, bevor wir hier durch diesen Turm gehen, wahrscheinlich wieder abscheuliche, schreckliche Dinge erleben werden, möchte ich erstmal Tipps nachgehen. Ja, es ist wieder Tippszeit. Ich habe mir wieder was aufgeschrieben. Nämlich, ihr wollt, dass ich zurückgehe in die Klinik. In Josefkas Klinik nämlich. Und weißt du was? Das tun wir. Das werden wir tun. Krankenzimmer im Erdgeschoss. Ich glaube, das ist der nächste Ort, der in der Nähe ist. Glaube ich. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber wir können einfach die Treppen wieder hoch, ne? So. Hier sind wir und wir müssen einfach nur zurück. Ja, hier habe ich nämlich die Tür geöffnet beim letzten Mal. Und wir sollen hier doch mal zurück zu dieser Kreatur. Also nicht dieser hier, sondern auf der anderen Seite der Klinik. Die da auf der Liege, auf dem Bett, auf der Trage lag, liegt. Und da sollen wir doch etwas tun, das ich normalerweise nicht getan hätte. Aber wahrscheinlich hätte ich es doch getan. Oder hätte es tun müssen. Ich glaube, hier ist es, ne? Was, hier? Ist hier oben? Ich kann mich nicht erinnern. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich hier war, das letzte Mal. Noch weiter hoch? Oh ja, hier. So, schau mal. Oh, mir ist übel. Habt ihr das gespürt? Es schreitet voran. Ich kann Dinge sehen. Ja, ist ja so. Ich wusste es. Ich bin anders. Ich bin keine Bestie. Ich... Oh, es fühlt sich schrecklich an, aber es beweist, dass ich erwählt wurde. So, so. Seht ihr das nicht? Wie sie sich winden in meinem Kopf. In deinem Kopf? Es ist recht stürmisch. Ehrlich gesagt sehe ich es nicht, nein.
Ich glaube, also ich soll sie töten, stand in den Kommentaren. Warum, weiß ich nicht, aber es wird mir wahrscheinlich was bringen. So, ich habe sie beim letzten Mal nicht umgebracht, weil sie schien mir nicht komplett abgedriftet, obwohl, wenn ich mir das so recht anhöre. Wir erlösen sie. Gegenstand aufnehmen. Ein Drittel einer... Das ist das dritte Drittel. Oder? Wir haben schon zwei gefunden. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier? Ein Drittel einer Nabelschnur. Großartiges Relikt. Ich muss es verwenden. Ein Drittel einer Nabelschnur verwenden? Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt drei. Wir haben doch drei, oder? Ich glaube schon. Okay. Was jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Aber irgendwas soll sich jetzt freigeschaltet haben. Ich weiß nur nicht, was. Irgendwas stand in den Kommentaren. Hat sich da irgendwas, irgendein Secret Boss jetzt freigeschaltet? Irgendein Secret Boss vielleicht? Ich weiß nicht. Wir werden es sehen. Wir können, glaube ich, nicht dran vorbeilaufen. Es wird passieren. Es wird passieren. Ich bin gespannt. Wahrscheinlich werde ich es nicht mal merken, dass es der Boss war, ne? Oder ihr könnt mir gerne helfen und sagen, der kommt noch. Und zwar, ohne zu spoilern natürlich, dass ich halt auf jeden Fall an diesem Boss vorbeikommen muss. So. Ich habe noch was aufgeschrieben. Also vielen Dank für diesen Tipp. Das war mega gut. Weil das ist das, was ich gesucht habe. Und ich habe keine Ahnung gehabt, wohin. Der nächste Tipp, der bringt mich zum... Ich überlege gerade, wo ich am besten hingehe dafür. Ist es der obere Kathedral? Ne, große Kathedrale. Ist es da? Ich gehe mal zum Kathedralenbezirk. Denn ich soll zu dem guten Alfred... Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wer das war. Ja, das steht in den Kommentaren. Ich soll zu ihm und ich soll ihm diese Einladung geben. Von der Königin. Also die in dem Königsraum lag. Ich überlege gerade, wo es am besten zu ihm ging. Ich meine, der wartet irgendwo an irgendeinem... War das hier links oder rechts? Ich glaube, wir müssen an diesem großen... Platz müssen wir vorbei, meine ich. Bin mir ziemlich sicher. Und er ist hier oben. Ich war schon sehr lange nicht mehr hier. Und Alfred ist dieser kirchliche Typ. Dieser Blonde, glaube ich. Und ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen. Ich weiß aber, dass er beim letzten Mal... War das hier? Ich will nicht kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hilfe. Ist es hier? Keine Ahnung. Es ist tatsächlich hier. Oho, ich Glückspilz. Okay, wir sollen ihm nämlich diese Einladung geben. Und ich guck mal, was passiert. Oho, schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Vorladung überall, da ist es. Also ganz ehrlich, ich wäre nie im Leben nochmal hier hingekommen. Nie im Leben. Ich würde nicht mal auf die Idee kommen, da mal zu dem zu gehen. Warum auch? Deswegen, vielen Dank für diesen Tipp. Ich bin gespannt, was passiert. Vorladung überreichen? Ja, bitte. Aha. Ist das Siegel von Kanehurst? Das ist es. Ich habe von den Kanehurst-Adligen und ihren übertrieben pompösen Einladungen schon gehört. Wunderbar. Ich danke euch sehr. Sehr gerne. Ich werde sofort aufbrechen. Aber nehmt zuerst dieses Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ein Radjägerabzeichen. Cool. Kirchenverbeugung männlich. Was ist denn Kirchenverbeugung weiblich? Ah, ich spüre das Wirken meines Meisters. Gelobt sei das gute Blut.
und lasst uns diese verschmutzten Straßen säubern. Ja, dafür sind wir hier. Okay. Es war mir eine Ehre, aber ich muss mich verabschieden. Lasst uns diese und möge das... Ja, ja, okay, cool. Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Und das stand noch drin in dem Kommentar. Ich soll die richtige Entscheidung treffen. Mach mir doch noch mehr Druck. Wer weiß, was da jetzt kommt. Ich werde jetzt auf jeden Fall zurückgehen. Zu den... Okay, ja, lass mich bitte durch. Ist hier oben nicht noch so ein Ding? Ich glaube, hier oben ist noch so ein... Ja, ich glaube, hier wäre es sogar schneller gewesen. Ne? In der großen Cathedral ist doch noch so eine Lampe. Ich habe keine Ahnung, was für eine Entscheidung das sein soll. Und ich soll weise entscheiden. Und wie ich mich kenne, werde ich die absolut falscheste Entscheidung aller Zeiten treffen. Ich sehe schon kommen. Ich weiß nur nicht, was für eine Entscheidung das ist. Entscheide ich dann über Leben und Tod? I don't know. Und ich weiß immer noch nicht, was hier mit dem Schädel war. Kann ich jetzt irgendwie irgendwas machen? Habe ich jetzt irgendwas gefunden? Nö, nix. Nichts habe ich. Achso, ich wollte ja dieses Abzeichen, was ich von dieser Tante in der Klinik, nicht in der Klinik, sondern in diesem Irrenhaus bekommen habe, unten, die nur noch ein Sack voller Hirnflüssigkeit war. Das würde ich gerne anlegen. Ja, okay. So, das geht hier, ne? Ja, ja, ja. So, hier habe ich Korruption, nah, Tod, heilt weiter, plus 1. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Aber Erhöhung, Gegenstandentdeckung gefällt mir natürlich sehr viel besser. Was ist das? Laufe ich jetzt so rum? Aber gibt das... Irgendwie sieht das aus, als hätte das einen Nachteil. Aber ich sehe keine Nachteile. Waffen reparieren. Ludwigs Klinge. Waffen verstärken vielleicht. Okay, wir haben jetzt jede Menge Waffen. Und ich habe einen Blutbrocken. Den habe ich. Den habe ich gefunden. Dank eurer Hilfe. Vielen Dank. Auch das hätte ich niemals gefunden. Dieses Fenster, die Tipps habe ich von mehreren Leuten bekommen, dass ich doch in dieses Fenster springen soll. Nie im Leben hätte ich das gefunden. Nie im Leben. Aber welche Waffe hiervon lohnt sich aufs Maximum? Ich könnte natürlich auch unsere Pistole auf Maximum setzen, ne? Das ist natürlich auch möglich. Aber lohnt sich das? Das weiß ich nicht. Da brauche ich eure Hilfe. Welche Waffe soll ich maximieren? Was lohnt sich da? Alter, wir sehen absolut komisch aus. Das sieht... Okay, was soll ich sagen? Hi, na? German erwartet euch. Okay, sie sagt nichts Neues. Guter Jäger, ich spüre... Ja, ich spüre auch so einiges. Guter Jäger. Okay. Ihr euer Heil in der wahren Welt finden. So, wo ist denn jetzt Bergenwolf? Nein, wo ist diese Gemach der Ekelblutkönigin? Da ist es. Da werden wir jetzt hingehen und ich schaue mir mal an, was da jetzt so passiert. Was unser guter Freund da so Meister, macht. Seht, oh mein Gott, was? Ich habe es getan. Ich habe es getan. Ich habe diese verfluchte Sirene zu rosa Matsch zermalmt und zerquetscht. Da, ihr dreckiges Monster! Was nützt euch jetzt die Unsterblichkeit? Versucht mal in diesem Zustand noch Ärger zu machen. Alles ist zerfleischt und verdreht. Das Innere ist außen und alle können es sehen. Hahaha.
Königin? Königin? Das ist er, das ist Alfred. Untersuchen erstmal. Königinnenfleisch. Untersuchen. Es krümmt sich unheimlich. Junge Alfred, was hast du getan? Was ist das denn? Okay, das tut mir ja gerade nichts, ne? Königinnenfleisch habe ich gerade genommen. Ist es sowas hier? Nee. Ist das ein Schlüsselgegenstand vielleicht? Königinnenfleisch. Überreste von Annalise. Blutkönigin von Kanehurst. Diese rosafarbene Masse Fleisch bleibt warm wie verflucht. Gegrüßt sei die unsterbliche Königin des Blutes. Ich rede mal mit ihm. Oh, ihr seid es. Seht euch das an. Dank euch habe ich es geschafft. Und was hast du geschafft? Ist das nicht großartig? Jetzt kann der Meister als wahrer Märtyrer heilig gesprochen werden. Ich habe es geschafft. Ja! Brüllen. Das ist ekelhaft. Oh mein Gott. Aber was mache ich ja jetzt mit diesen ganzen Samen? Junge. Ich habe. Okay, ich habe Brüllen bekommen. Was kann ich damit machen? Kann ich ihn jetzt anbrüllen? Ich freue mich mal mit ihm. Ja! Was kann ich jetzt machen? Wechseln. Warte. Überzeugung weg. Ich mach mal diese Kirchenverbeugung. Männlich habe ich ja auch von ihm bekommen, ne? Winken. Winken will ich nicht. Wechseln will ich. Und zwar brüllen. Ich mache jetzt mal Kirchenverbeugung. Ich gehe davon aus, dass ich hier irgendwas machen muss. Okay, darauf reagiert er gar nicht. Brüllen. Was soll ich tun? Soll ich ihn angreifen? Ich hab. Soll ich ihn angreifen? Okay, weißt du was? Ihr seid neidisch. Verstimmt. Abscheuliches Monster! Verdammter Dummkopf! Ist euch das Blut zu Kopf gestiegen? Ich weiß das es nicht. Blut! Ihr habt mein Blut vergossen! Was weiß ich? Der ist gleich tot. An meiner Stelle für Meister Logarius. War das jetzt gut? Strahlen. Wir haben Strahlen bekommen. War das die richtige oder die falsche Entscheidung? Ich habe keine Ahnung. Ich bin absolut überfordert gerade. Absolut überfordert. Was passiert, wenn ich wieder hierhin zurückkomme? Scheiße. Ich guck mir gerade Strahlen an. Mal gucken, was das ist. Ich habe irgendwas falsch gemacht.
kein gutes Gefühl dabei. Kein gutes Gefühl. So, was war jetzt Strahlen? Nee, das ist nicht hier. Strahlen. Bessere Fiolen-GP-Erholung. Eine Karill-Rune, die unmenschliche Laute umschreibt. Die Rune für Strahlen. Sie wurde von den eingeschworenen Henkern angenommen, die unter Lugarius Kommando stehen. Die Henker verabscheuen die unreinen Ekelblüter und würden unter gar keinen Umständen mit den blutrünstigen Jägern kooperieren, die der untoten Königin Annalise dienen. Achso, das muss ja hier an dem Ding. Ja, wenn ich diesen weißen Brokkoli jetzt auf meinem Kopf loswerde, ist mir das eigentlich ganz recht. Obwohl mehr Gegenstände. Ich weiß halt nicht. Habe ich das jetzt? Habe ich das jetzt? Ja, Strahlen. Habe ich jetzt. Symbol der Henker. Bessere Fiolen-GP-Erholung. Das ist gut. Also das hört sich gut an. Oder? Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ob das jetzt der richtige Weg war, ich habe keine Ahnung. I don't know. Ich weiß, dass ich irgendwas bekommen habe. Moment. Errat Jägerabzeichen habe ich bekommen. Märtyrer Lugarius führte eine Gruppe von Henkern an. Und dieses Abzeichen wurde in ihrer Werkstatt hergestellt. Das Rad symbolisiert das gerechte Schicksal. Ihre Werkstatt war eine verschwiegene Enklave voller mystischer Vorstellungen und verwegenem Fanatismus. Dies bildete das Rückgrat der Gerechtigkeitsvorstellung der Henkern. Okay, damit kann ich hierher wahrscheinlich, hier wird es immer voller, irgendwelche neuen Gegenstände erlangen. Ich weiß gerade nicht, was es alles ist, aber ich schaue es mir mal gerade an. Ich bräuchte mehr von diesen Feuerpapieren. 8.400 kostet es. Natürlich sehr teuer. Okay, hier ist nichts Neues. Vielleicht eine neue Waffe. Klinge der Gnade ist nicht neu. Kirchname. So. Chicago. Wirbelsäge, Tonne. Lugarius Rad. Waffe der Gruppe von Henkern unter Märtyrer Lugarius. Damit wurden die Ekelblüter in Kanehurst erledigt. Badete in ihrem Blut und wurde von ihrem Zorn durchdrungen. Transformiere, um die Macht des Rades zu entfesseln und ihrem verzweifelnden Zorn brillant Gestalt zu geben. Interessant. Sehr interessant. Arkanangriff hat es auch. Vielleicht auch hier sowas. Lochschild haben wir gefunden. Rosmarinus Flammensprüher. Kann ich das überhaupt nutzen, selbst wenn ich wollen würde? Ja, könnte ich. Ja, ich habe die Anforderungen dazu. Okay. Was ist das denn? Gold Ardeo. Das ist das, was er aufhatte. Der seltsame Helm der Henkersbande unter dem Befehl des Märtyrers Lugarius. Der kegelförmige Helm ist ein Symbol der Henker und repräsentiert Luminosität, Ehrgeiz und unermüdliche Entschlossenheit, der Unreinheit die Stirn zu bieten. Wie der große Lugarius einst sagte, gute Taten sind nicht immer weiß und böse Taten nicht immer dumm. Doch ungeachtet dessen wollen wir immer danach streben, gut zu sein. Okay, das Ding ist natürlich mega teuer. Und das ist ein Einzelstück, ne? Also es gibt kein restliches Outfit dazu, es gibt nur diesen Helm. Aber wie sind denn die Stats? Irgendwie weiß ich nicht, ob die Stats so geil sind. Schön wäre es, wenn ich das irgendwie vergleichen könnte. Kann ich das vergleichen? Kann ich nicht, ne? Okay, vielleicht, wenn wir mal zu viel Kohle haben, dann machen wir das. Aber sonst, ja, nicht so. Auf jeden Fall. Achso, ich wollte gucken, was passiert, wenn wir dahin zurückgehen. Wenn da überhaupt irgendwas passiert, keine Ahnung. Die arme Königin, Alter. Wen habe ich hier da auf den Hals gehetzt? Der hat mir gar nicht so einen verrückten Eindruck gemacht. Es guckt sich unheimlich.
Okay, hier ist aber nichts Neues, ne? Ich meine, die Königin war jetzt nicht wirklich die allernetteste, ne? Sagen wir mal ehrlich. Aber was mache ich jetzt mit den ganzen Blutsamen? Kann ich die jetzt selber nehmen? Soll ich die selber nehmen? Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Wir gehen weiter. Wir müssen den Uhrturm müssen wir hoch. Das müssen wir tun. Ich guck mal, ob ich ein bisschen Feuerpapier bekomme. Hier von meinen Kollegen. Feuerpapier, das kostet 1. Und wir haben wie viel? 15. Schon mal 10. Günstiger als 8400 Echos zu bezahlen, ganz ehrlich. Was ist das für eine Leiste da oben? Was war das für eine Leiste? Wo gehe ich überhaupt hin? Ich muss hier lang. So, okay. Forschung, was? Moment mal, was? Unterirdischer Leichenhaufen? Lichtholzgarten? Müsste Lichtholzgarten sein, ne? Also da, wo wir diese fehlgeschlagenen Dinger besiegt haben. Glaube ich. Ist es hier? Es ist hier, ja. Hat sich hier irgendwas getan? Irgendwas Neues? Seitdem wir weg waren? Das kann ja immer mal passieren, ne? Also, das wäre jetzt nichts Ungewöhnliches. Ich dachte, vielleicht hat sich die Blume irgendwie geändert. Wir gehen in den Uhrenturm. Und schlagen uns da durch. Tür öffnen mit astraler Uhrturmschlüssel. Wow. Moment mal. Sind wir schon ganz oben? Warte mal ganz kurz. Hier war ein Bossfight. Das ist doch jetzt hier nicht noch ein Bossfight. Ist das ein Bossfight? Da sitzt auf jeden Fall. Er ist tot, ne? Ich kann nicht anvisieren. Ich kann immer noch nicht anvisieren. Ist aber tot. Leiche untersuchen. Oh, das ist aber eine hübsche Dame. Das ist keine Leiche, oder? Es war so klar. Oh mein Gott. Eine Leiche sollte ihre Ruhe haben. Wer ist das? Oh, ich kenne das gut. Wie dir Geheimnisse so süß locken. Oh Gott. Nur ein ehrlicher Tod kann euch heilen. Okay, jetzt ist... Euch befreien von eurer wilden es Neugier. Echt ein Bossfight, willst du mich... Fürstin Maria? Das ist sie. Natürlich, wer denn sonst? Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, aber... Versuchen wir es. Nein. Was geht jetzt ab? Oh, die gibt mir Malenia-Vibes. Alter, okay, die ist hart. Die ist absolut hart. Moment, ich muss mal gerade schauen. Oh.
Aber wir spawnen direkt hier wieder vor ihr, ne? Okay. Das war der 186. Tod. Schön. Ich freue mich. Ich freue mich riesig. Die wird hart. Obwohl, wir haben die ein paar Mal haben wir sie, Nein. Ah, das war dumm. Ich muss nur konzentriert bleiben. Alter. Das zieht mir fast alles ab. Wo ich hingucke. Der hat eine zweite Phase, oder? Die hat keine zweite Phase. Natürlich hat sie keine zweite Phase, ich bitte euch. Was auch immer dieser gerade vorhatte, das wäre nicht gut für uns ausgegangen. Alter, untersuchen. Himmelsziffernblatt. Und eine Laterne. Weil wir 5 Meter von uns eine Laterne aktiviert haben. Alter. Himmelsziffernblatt. Oh, oh, oh. Was ist es? Was mache ich mit dem Königinnenfleisch? Was kann ich damit machen? Himmelsziffernblatt. Ein himmlisches Ziffernblatt, das mit der astralen Uhr in der großen Kathedrale gemeinsam funktioniert. Wenn das Ziffernblatt der astralen Uhr entgegengehalten wird, wird die Uhr lebendig und gibt ihr Geheimnis dem neugierigen Eindringling preis. Okay. So, so, ist das so. Oh Gott. Nein, das wollte ich nicht. Junge, ich zitter gerade. Ich brauche mein... Wo ist es? Hier, Feuerpapier. Das wollte ich eigentlich anlegen, aber... Das haben wir nicht benötigt. Was? Ach, Himmelsziffern hochhalten. Hier, okay. Ich gucke nochmal gerade hier, ob wir noch was finden können. Was hat die hier gemacht? Die hat schön gechillt mit einem Gläschen Wein. Sonst gibt's hier nichts. Na dann, halt mir es mal hoch. Aber groß. Kommt bestimmt noch ein Bossfight. Kommt bestimmt. Wow. Da können wir jetzt durch, oder was? Das sieht sehr freundlich aus hier alles.
komme hier nicht mehr hoch. Gut, muss ich wahrscheinlich auch nicht, ne? Wo bin ich hier? Bleielixier, cool. Thanks. Wissen des Verrückten? Ich kann nicht anvisieren. Reden? Moment. Ja. Man kann mit dir reden. Gnade. Für Gnade. Reden. Sühne für die Unglücklichen. Legt sie mit dem Fluch des Blutes. Und ihre Kinder. Und ihre Kindeskinder. Auf ewig. Jede elende Geburt. Wird jedes Kind in lebenslanges Leid stürzen. Okay. Interessant. Wo willst du hin? Hallo? Gnade, lass die Strenge von Kos sie umfangen. Wie die Hingabe einer Mutter. Okay. Cool. Sonst nichts? Sühne für die Unglücklichen. Legt sie mit dem Fluch des Blutes. Und ihre Kinder. Und ihre Kindeskinder. Auf ewig. Hatten wir das schon? Jede elende Geburt wird jedes Kind in lebenslanges Leid stürzen. Okay, ich glaube, der hat dasselbe gesagt wie vorhin, ne? Moment, ich probier nochmal. Wobei, dieses Gegrunze war neu. Gnade, okay. Lass die Strenge von Kos. Ja, das war jetzt... Simply. Scheiß drauf. Okay, tschüss. Junge, was für ein kranker Scheiß. Kann ich hier irgendwie... Wahrscheinlich nicht. Was ist das für ein Ort? Da ist ein Fischerdorf. Was auch sonst. Da ist eine Lampe. Ich, okay. Was ich noch machen wollte, bevor wir uns das hier angucken. Ich habe ja noch einen Tipp bekommen. Moment. Ich soll zurück zum Ort, wo Mikolas war. Und ich soll mich da ein bisschen besser umsehen. Obwohl ich eigentlich... Ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich da so gründlich war. Muss ich mal schauen, wo das ist. Bevor wir durch das Fischerdorf gehen... Es muss ja hier irgendwo sein. Mergos Speicher Mitte? War es hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. Ich möchte sehen, ob ich da irgendwas verpasst habe. Wir haben ja Mikolas. Haben wir verfolgt? Ja, hier ist es. Ja, genau. Ich muss zurück. Wir haben Mikolas verfolgt, aber ich habe mich hier nicht wirklich umgesehen. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Habe ich nicht getan. Sollte ich vielleicht tun. Vielleicht finde ich ja noch das ein oder andere, was uns helfen könnte, Schmönte. Schauen wir dann mal. Man könnte hier runterspringen. Mache ich gerade nicht. Ja, okay. Mache ich vielleicht doch gleich. Aber bevor ich irgendwo runterspringe, schaue ich mir noch die anderen Orte an. Sind diese komischen Viecher hier noch lebendig oder nicht so?
Hier scheint irgendwie nichts mehr lebendig zu sein. Naja, vielleicht ja doch. Shit. Ich weiß gerade nicht, ob ich hier schon mal war. Weiß ich gerade nicht. Aber ich schaue mich mal ein bisschen um. Ich weiß halt überhaupt nicht, wo ich lang soll. Das ist ja ein fettes Labyrinth, wie es aussieht. Ich gehe mal ganz runter. Wo hat denn das ganze Spektakel begonnen? Bist du es, Mikolas? Nein. Hier muss es irgendwo begonnen haben, ne? Und dann haben wir ihn verfolgt, wie so ein Irrer. Und ich habe mich nicht wirklich umgesehen. War das der erste... Das war der erste Bossraum. Hier haben wir ihn das erste Mal zerlegt. So, dann sind wir weiter. Dann bin ich direkt hoch. Aber ich habe mich hier nicht umgesehen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das hier... Ob das hier überhaupt irgendwo hingeht. Ich weiß es halt nicht. Aber vielleicht finde ich ja was. Irgendwas muss es doch hier geben. Sollen wir hier zum Beispiel... Komm her. Nein, warte. Warte. So nicht. Den Blutsteinbrocken. Guck mal hier. Hier waren wir noch nicht. Ich darf nicht sterben, weil das finde ich hier niemals wieder. Beruhigungsmittel. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Nicht, dass hier gleich wieder so wahnsinnige... Alter! Der ist echt schneller mit seiner Armbrust. Ja, lauf nicht. Wo willst du hin, Junge? Mond! Mond! Mond? Wo ist Mond? Hier ist Mond. Mehr Echos von gefallenen Gegnern. Haben wir aber auch schon mal gehabt, ne? Aber ich glaube, das ist eine höhere Stufe, ne? Sieht auf jeden Fall nach höherer Stufe an. Aus. Hier, Arkansee, da sieht man auch so ein bisschen ausgegraut. Hier ist ein bisschen heller. Das ist wahrscheinlich auch mehr Schadensreduktion. Ja, schön. Mehr Blutechos, immer gut. Aktuell nicht wirklich erforderlich. Was hast du denn hier? Schmutziger Dunstblutedelstein. Okay. Also ich werd mich hier noch ein bisschen umsehen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas Neues finde. Ansonsten gehen wir in das Fischerdorf.